Schauen Sie einfach mal aus dem Fenster und fragen sich, was die rechtlichen Formen sind, die unsere moderne, kapitalistische, westliche Welt gestalten. Da draußen sieht man Häuser, Straßen, Parks und so weiter. Die Rechtsformen, in denen all das kodiert ist, sind die Formen des Eigentums, des Vertrags, auch das Erbrecht und das Familienrecht. All das sind die Formen, die diese Welt zusammenhalten. Es geht darum, vom geschriebenen Gesetz zu abstrahieren und sich die Frage zu stellen, was sind eigentlich die ökonomischen, soziologischen, philosophischen und historischen Voraussetzungen dieser privaten Rechtsverhältnisse. Unsere modernen demokratischen Gesellschaften beruhen darauf, dass nicht ein Gemeinwohl das Zentrum der Normativität bildet, sondern dass es auf den Willen jedes Einzelnen ankommt, dass an denen letztlich die Legitimität des Ganzen zurückgebunden ist. Und das ist letztlich ein privatrechtlicher Gedanke. Wir beanspruchen unsere globale Umwelt in einer übermäßigen Weise. Und die Frage ist jetzt, in welcher Form wir solche Eigentumsformen fortdenken können, dass sie diese Probleme in Zukunft adressieren. Das ist zum Beispiel eine Frage, die sehr, sehr viel Forschungspotenzial hat.